Hallo Wally, ich bin's wieder, der alte Knacker aus dem rustigen Städtchen Lenkburg im Wienerwald. Willkommen alle alten und neuen Freunde. Unglaubliche Zahlen habe ich da in meinen Analytics bei YouTube gesehen. Ich bin begeistert und ihr seid ja alle verrückt. So, das wollte ich jetzt mal sagen. Ich habe gerade eine ganz böse Idee gehabt. Ja, eine ganz schlimme. Die schlimmste Idee, die ich seit langem hatte, hat mit der Entwicklung unserer örtlichen Situation zu tun, möchte ich jetzt mal sagen. Und die Kombination mit den Überlegungen meiner Frau und ihren Viechern. Also das ist ein ausgesprochen komplexes Thema. Jedenfalls hätte ich da so eine kranke Idee. Und da habe ich mir gedacht, vielleicht sollte man da mal ansetzen. Schauen wir mal, was die anderen dazu sagen. Ich bin ja ein ganz schlimmer. Auf jeden Fall freue ich mich, dass ich diese Idee gerade habe. Und mal schauen, ob wir die umsetzen können oder auch nicht. Das ist das große Konzept. Ich glaube, das ist genau dasselbe Hund, den ich gerade vorher gesehen habe. Nein, es ist ein anderer Besitzer. Unglaublich. Jedenfalls, schauen wir mal. Ich bin, ja, Depression, manisch-depressiv. Wo bin ich? Ich weiß nicht so genau. Also, ich hätte mich ja noch als manisch eingestuft. Ist aber so, dass da so kleine Sachen sind, die mich gerade so drücken. Und das ist normalerweise immer ein Zeichen, dass es eher depressiv ist. Wir hatten jedenfalls heute in der Früh beim Frühstück schon ein ganz tolles Erlebnis. Nicht diesbezüglich, sondern ein richtiges Wusch. Das war ganz toll, weil es da Dynamiken gibt gerade in der Familie, die ausgesprochen interessant und dynamisch sind. Ja, ansonsten alles gut. Ja, und dann ist noch, hat mich jemand angerufen, das war ausgesprochen witzig. Ich mag das immer, wenn mich direkte, transparente Personen anrufen. Das mag ich, das ist super, da bin ich voll dafür. Ja, dann wieder die Irritation, dass man sich mit allen abfindet. Ich habe jetzt jedenfalls diese Idee, mit der spiele ich jetzt so im Kopf herum. Wäre jedenfalls lustig. Schauen wir mal. Ich bin schon neugierig, wie man damit tut. Es ist also ein wunderbarer Tag. Es ist sehr frisch. Die Leute haben ernsthaft begonnen, da an der Straße rumzubasteln. Ich bin gerade am Überlegen, wie ich jetzt mein Auto abstelle, weil ich jetzt natürlich vorwärts rauffahre und irgendwie da umdrehen ohne Einfahrt ist schon eine Herausforderung. Aber schauen wir mal, wird es auch eine Lösung geben. Und dann gehe ich wieder zum Esstisch, wo noch immer dieser Lego-Haufen ist. Der Weg wird schon fleißig benutzt, wie ich sehe. Der ist schon ordentlich ausgetrampelt. Genauso stellen wir uns das vor. Also die Leute haben den schon angenommen, den neuen Weg. Sehr gut. Ja, es ist eigentlich alles... Oh, eine Krähe. Da sitzt eine Krähe. Hallo? Sitzt die jetzt noch da? Die scheißt überhaupt nichts da. Seht ihr die Krähe? Die sitzt da einfach so rum. Hey, du! Die hat ja keine Miete bezahlt für meinen Zaun. Ein Riesenviech, da muss man sich ja richtig fürchten. Und schaut so schwarz und grimmig raus. Ja! Da ist auch die Brombeeren. Ich war drüben am Ende der Koppel. Bist du deppert, die Brombeeren führen sie dort auf. Die haben schon total Wusch gemacht. Ich habe ja fast den Impuls gehabt, die sofort wegzuschneiden. Aber das kann ich wieder nicht. Weil es mir einfach zu kalt ist, um sie jetzt wegzuschneiden. Oh, kann man nicht so herfahren? Kann ich nachher nach unten gleich vorwärts wegfahren? Ha! Ist ja wunderbar! Mein Sohn hat festgestellt, dass sein Fahrradlicht nicht mehr funktioniert, weil er es seit Wochen nicht... da riecht schon nach Asphalt. Weil er es seit Wochen nicht verwendet hat. Da riecht schon nach Asphalt. Ich mag den Asphaltgeruch. Ja, dieser frische Asphalt, der ist schon sehr lecker. Da fahren sie, da fahren schon der Asphalt da. Unglaublich, die arbeiten rund um die Uhr, ohne Hemmungen. Ja. Da müssen wir, der Vater hat da das Loch gemacht. Und natürlich ganz blöd, das Loch gehört zugeschüttet. Das Loch gehört da zugeschüttet, das ist also so. Gehört der Asphalt bis oben gemacht. Naja, die Profis werden da schon hingehen. Das ist ja eine schöne Garage. Hm? Da stellen wir dann den DeLorean rein.
So, das ist mal das große Konzept. Ich glaube, die Spengler sind da, weil das Tor offen ist. Die haben ja überhaupt keine Hemmungen. Die arbeiten bei jedem Wetter. Es ist frisch. Und das, obwohl ich die ganze Zeit im Haus war. Es ist frisch. Inzwischen habe ich was zu erzählen. Ich habe mich gerade gesputet, dass ich ein Dienstagsvideo für heute fertig kriege und habe mal geguckt, was ich so habe. Eigentlich hätte ich was gesucht, was ich schon aufgenommen habe. Das ist aber nicht mehr da. Offensichtlich hat der alte Mann das gelöscht. Und das ist ganz schlecht, weil da wäre es um diese Stromumstellung gegangen. Andererseits vielleicht ganz gut, denn bezüglich der Stromumstellung gibt es ja sowieso die Diskussionen noch und das ist ja nicht abgeschlossen. Also, schauen wir mal, wie dem auch sei. Ich habe jetzt eins gefunden, jetzt weiß ich gar nicht mehr, was ich heute online stelle. Ich habe schon vor ewigen Zeiten aufgenommen. Na, jedenfalls kommt das heute. Ach ja, ein Telefonat mit einem Italiener, war lustig. Ha! Könnt ihr euch angeschaut haben. Was anderes? Hat mich ernsthaft jemand angerufen? Ja, ich bin auch irritiert. Hat mich jemand angerufen? Und hat gemeint, ja, wir machen da gerade einen Computer, haben wir gekauft, für den Sohn zu Weihnachten. Und den tun wir gerade installieren. Und da wollen wir ein Spiel installieren und das geht nicht. So. Und ich bin ja kein Spielfan, geschweige denn jemand, der sich damit auskennt, das zu installieren. Ich könnte jetzt. Also, auf der PlayStation 2 habe ich es geschafft, dass ein Spiel gerendert. Habe ich ganz toll gemacht. Ja, aber wie dem auch sei, wir haben dann Fernwartung eingerichtet. Eingerichtet, gestartet, nicht eingerichtet. Und dann sehe ich den Namen des Spieles. Microsoft Flight Simulator. 40th Year Anniversary. Nein, 40th Anniversary Version. Aus dem Jahr 2020. Uralt schon, ne? Und dann sagt die ernsthaft zu mir, ja, mein Mann hat es installiert. Die neuen DVDs. Und ich dachte, wie bitte? Sie hat gesagt, na, die neuen DVDs. Neun DVDs für einen Flight Simulator. Ich habe geglaubt, die spinnt. Naja, egal. Macht ja nichts. Aber nur rein rechnerisch. Eine DVD 8 GB, 9x8, 72 GB. Wow! 72 GB! Hui! Ah, zur Information, aktuelle SSDs, so wie es in den Computer auch drinnen sind, die haben 256 GB. Das heißt, das Spiel geht dreimal auf die SSD. Natürlich nicht, weil ja Windows schon drauf ist. Aber zum Glück ist ja bereits eine normale Festplatte auch noch eingebaut in den Computer. Und auf die kann man dann diesen Flugsimulator installieren. So, soweit hätten die das eh gemacht. Aber dann haben sie gemeint, ja, aber wenn man den jetzt startet, dann will der wieder die DVD. Da habe ich gedacht, das ist aber jetzt interessant. Jetzt kopiert das schon mal den neuen DVD und dann braucht das nur. Na gut, haben wir geschaut, haben geklickt und dann legt man die erste DVD ein und dann meint er, ja, jetzt muss er noch Updates runterladen. Okay, ist ja 2 Jahre alt das Spiel, muss irgendwelche Updates runterladen, damit die Grafiktreiber funktionieren oder so. Und dann fängt da so ein Balken an zu laufen. Und jetzt hätte ich ja Lust, dass man ein Quiz macht. Wie viele Gigabyte Daten ladet der wohl herunter? Was meint ihr? Wir reden von einem Flugsimulatorspiel. Ein Spiel, das vor 20 Jahren zugegeben mit keinem Ton und schlechterer Grafik auf eine 5¼ Zoll Diskette gepasst hat. Und auf einen Windows
einen Intel XT, IBM XT PC gelaufen ist. Erste Prozessorgeneration. Also damals waren wir auf 0,000000 Gigabyte. Okay, ich löse das Geheimnis. Es sind 172 Gigabyte, die diese Kraxe jetzt overload. Zusätzlich zu den bereits 70 Gigabyte, die schon auf den DVDs sind. Das heißt, wir reden hier von heißen 240 GB. Damit ist die SSD voll, aber ohne Windows, weil 240 gängen drauf auf die kleine SSD. Also die durchschnittliche SSD. Ihr merkt, wie baff ich bin. Also ich pack's gerade überhaupt nicht. Die gute Nachricht ist, meine Frau hat vom Betriebsrat diese üblichen Essgutscheine, die Wertscheine bekommen, die ich jetzt einlösen werde in einen örtlichen Supermarkt, um das Weihnachtsessen einzukaufen. Denn zu Weihnachten gibt's bei uns, wisst ihr's? Ja, es gibt Käse, es gibt Käseplatte, es gibt gefüllte Eier, es gibt Mayonnaise und es gibt Kräuterpaket, damit es ein furziges Weihnachten wird. Das ist das große Konzept. So werden wir das machen. Meine Frau wird sich dann ihre gefüllten Eier organisieren, also machen. Und ich glaube, wir haben jetzt ziemlich alles dann schon zu Hause. Dann brauchen wir nicht mehr einkaufen gehen. Die Milchflaschen sind schon neben mir. Wir haben auf Vorrat gekommen. Ich habe keine Hemmungen. Und jetzt hole ich meinen Sohn. Covid-Zahlen und Fakten für den 20.12.2022. 5037 laborbestätigte Fälle. 5.001 Genesene und 377,8 ist die 7-Tage-Inzidenz. Keine Sorge, ich ziehe mein... so nah? Muss ich so nah? Okay, geht nur so nahe an, das geht der Fokus nicht mehr, tut mir leid. Ich ziehe meine Bewerbung zurück, sage ich jetzt mal so. Ja. So, wie das die anderen auch machen. Das ist der große Plan. Es ist ziemlich viel los, die Grünhofstraße ist jetzt schwarz. Und das wäre nicht so schlimm. Schlimm ist, dass sie so geneigt ist, dass das Wasser direkt in mein Haus rinnt. Yay, große Probleme. Aber von der gemeinen Idee erzähle ich euch nicht. Und unsere Einfahrt ist nicht asphaltiert bis jetzt. Na, schauen wir mal. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Wir werden jetzt mit dem Schnuffi gehen. Denn der ist gerade verkühlt, wie ihr gehört habt. Wir wünschen allen gute Besserung. Und ich glaube, das trifft sowieso inzwischen auf alle zu, dass die gute Besserung brauchen. Und für die, die es wirklich brauchen, ganz speziell gute Besserung. In diesem Sinne, bis später, bis dann, bis irgendwann morgen auf diesem bunt gestreiften YouTube-Kanal. Vielleicht reden wir dann endlich über die gelben Säcke. Das wird nämlich höchste Zeit. Musik